Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Heute wollte ich euch mal ein Tablet für Kinder vorstellen. Über Sinn oder Unsinn von solchen Tablets kann man sich natürlich streiten. Mein Video ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lang. Es ging leider nicht anders, weil ich alles ausführlich euch zeigen wollte. Jetzt aber mal schnell zu Amazon, weil dort könnt ihr das Tablet bestellen. Das EasyPix KittyPad hat einen 7 Zoll Touchscreen mit einer Auflösung von 1024x600 Pixel. Das Gerät arbeitet mit einem Rockchip Dualcore mit 1,2 GHz Leistung, 1 GB RAM, 8 GB Arbeitsspeicher und dem Android-Betriebssystem. Es kostet um die 148 Euro und den Link dazu poste ich wieder im Textfeld unter dem Video. Klickt ihr darauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Sollte der Link mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Und so schaut die Verpackung von dem Tablet aus. Und dieses werden wir jetzt mal auspacken. Ja, da haben wir einmal das Tablet selber. Und dann befindet sich am Boden der Verpackung noch jede Menge Zubehör. Folgende Sachen waren in der Verpackung gewesen. Einmal das Tablet, dann die Silikon-Schutzhülle, das Ladegerät, dazu zwei unterschiedliche Adapter. Dann haben wir hier ein USB-Kabel, um das Gerät mit dem PC zu verbinden. Und mit dem Gerät könnt ihr USB-Sticks anschließen. Das Benutzerhandbuch auf CD. Und hier gibt es noch einen Hinweis. Vor der Inbetriebnahme sollte das Tablet mindestens 12 Stunden laden. Das hier wäre dann die Silikon-Schutzhülle. Und das Tablet wird einfach hier so reingesetzt. Darauf achten, dass ihr die Anschlüsse richtig trefft. Also hier zum Beispiel. Dann hier so drüber gestülpt. Und schon habt ihr das in die Silikonhülle reingetan. Ja, und das Ganze schaut dann so aus. Und hier oben sind dann noch die Anschlüsse erreichbar, beziehungsweise an der Seite. Die Schutzhülle ist sehr gut verarbeitet und bietet einen optimalen Schutz. Hier habt ihr so Rillen, die liegen nachher auf dem Rahmen auf, diesen Bereich. Des Weiteren, die Ecken, die sind sehr gut gepolstert. Das heißt, wenn das Tablet mal auf eine Ecke drauf fällt, passiert eigentlich so gut wie gar nichts. Die Bedienbarkeit ist auch noch gegeben. Schalten wir es mal ein. Und der Anschaltknopf funktioniert mit der Hülle dann auch. Ja, jetzt hat man zum Beispiel hier diese Lautstärke-Taste. Kann ich mal drauf drücken. Könnte halt leiser machen. Oder wieder lauter. Dann haben wir ja hier noch die Sperrtaste bzw. An- oder Ausschalttaste. Drücke ich mal kurz drauf. Drücke ich nochmal drauf. Müsste den Bildschirm wieder entsperren. Das ist ja die Zurücktaste. Passiert jetzt nicht viel. Gehe ich mal in so eine App rein hier. Zack. Drücke mal hier drauf. Und dann geht er wieder zu dem Homescreen zurück. Also kann man sagen, die Hülle ist wirklich sehr gut durchdacht, bietet optimalen Schutz und man kann die ganzen Funktionen auch noch prima bedienen. Wenn das Gerät das erste Mal geladen werden soll, verbindet ihr den Stecker des Netzteils mit der Steckdose und dann kommt hier seitlich das andere Kabel des Netzsteckers rein und dann seht ihr jetzt hier gleich, das Gerät fängt dann an sich aufzuladen. Das Pad ist sehr gut verarbeitet, alles schön abgerundet, keine Plastiknasen, keine scharfen Kanten, keine Spalte. Hier ist noch eine Displayschutzfolie aufgebracht.
könnt ihr abziehen oder ihr schneidet dieses Pinippelchen hier ab, drückt das dann noch so ein bisschen in die Ecke und lasst die Displayschutzfolie drauf. Man hat hier links und rechts noch zwei geriffelte Flächen. Damit kann man das Pad dann etwas besser greifen. Auf der Rückseite findet sich hier noch ein Logo und dann sind hier überall so kleine Buchstaben abgebildet. Und hier nochmal die Verarbeitung des Tablets. Diese ist sehr hochwertig. Jetzt schauen wir noch, wie viel das Tablet wiegt. Das wären dann ca. 350 Gramm. Die mitgelieferte CD haben wir jetzt ins Laufwerk reingesetzt und werden diese jetzt mal auslesen. Auf dem Bildschirm erscheint dann ein Menü. Wir gehen mal auf Ordner öffnen. Und hier sieht man jetzt die verschiedenen Sprachen. Und zwar haben wir Deutsch, Englisch, ich denke mal das ist Spanisch, Französisch, Italienisch. Wir nehmen mal Deutsch. Und dann öffnet sich die PDF-Datei und man kann das Handbuch sich anschauen. Dieses ist ca. 30 Seiten stark und dort bekommt man dann alle Infos zu dem Gerät erklärt. Das Handbuch, was auf der CD als PDF-Datei hinterlegt ist, habe ich mir mal ausgedruckt, waren 32 Seiten gewesen. Und hier wird ja dann zum Beispiel schön erklärt die Bezeichnung der einzelnen Anschlüsse. Wir hätten hier einmal den Power-Button, die Lautstärke-Taste und hier den Menü-Button. Das kleine Löschelchen hier ist für ein Reset durchzuführen. Auf der rechten Seite, ich drehe das Ganze mal, bekommt man die einzelnen Eingänge nochmal hier erklärt. Diese wären Kopfhörereingang, der Eingang, um das Pad aufzuladen, USB-Eingang und hier kommt die MicroSD-Karte rein. Auf der Front des Gerätes befindet sich hier noch der Home-Button. Lautsprecher einmal rechts und einmal links. An der rechten Seite befindet sich ja der MicroSD-Karten-Slot. Die steckt er dann einfach hier so rein. Und wenn er jetzt hier so drückt, tut sie leider nicht einrasten. Deswegen müsst ihr euch einen spitzen Gegenstand holen und die Karte dann ja, richtig reindrücken. Schlecht für Erwachsene wegen der Schere, sage ich mal. Gut für Kinder, weil die Karte dann nicht mehr einfach so rausbekommen. Wem der Speicher zu klein ist, der kann sich noch eine MicroSD-Karte dazu kaufen. Am besten dann im Bundle mit diesem SD-Karten-Adapter. Da schiebt er einfach die MicroSD-Karte rein. Und jetzt könnt ihr das in den SD-Karten-Slot eures PCs oder Notebooks reinstecken und dann auslesen bzw. beschreiben. Oder ihr kauft eine blanke MicroSD-Karte und dann noch hier so einen Multi-Adapter. Der ist einmal für MicroSD-Karten und für normale SD-Karten. Damit lese ich zum Beispiel immer die aufgenommenen Videos aus. Wir haben einmal eine Frontkamera und die Kamera auf der Rückseite. Die schaut dann so aus. Zum Einschalten drückt man einfach hier auf den Power-Button und hält den einen kurzen Moment gedrückt und dann lässt man einfach wieder los. Und dann schaltet sich das Pad automatisch ein. Bis dieser Bildschirm hier erscheint, kann schon mal eine halbe Minute vergehen. Und da das Ganze jetzt sehr spiegelt, muss ich mal warten, bis es dunkel wird. Dann kann ich euch nämlich das Pad besser von der Menüstruktur und den Funktionen erklären. Nun wollen wir das Gerät mal starten. Jetzt muss man sich ein bisschen gedulden, bis das System hochfährt. Dann kommt ihr zu einem Bildschirm. Da müsst ihr mit dem Finger auf das Schloss gehen und dieses nach rechts ziehen. Nun könnt ihr die Sprache auswählen. Wir nehmen Deutsch für Deutschland. Und hier könnt ihr jetzt eure WLAN-Einstellung vornehmen. Da müsst ihr halt euer Passwort eingeben. Das überspringe ich jetzt mal. Ja, hier könnt ihr
Kindersicherung einrichten. Ihr könnt einen PIN-Code eingeben oder ein Muster. Zeige ich nachher noch alles. Die Einstellungen zeige ich nachher auch noch. E-Mail-Adresse. Und schon seid ihr auf der Kinderoberfläche. Es gibt vier verschiedene Oberflächen. Das hier ist die Oberfläche für die Kiddies halt. Hier unten steht iKids Einstellung. Links in der Ecke klicken wir mal drauf. So, jetzt muss man ein Passwort eingeben. Von Werk aus sollte das 0000 sein. Mit OK bestätigen. Jetzt könnt ihr auswählen, wollt ihr in den Manager rein, um Einstellungen für die Kiddie-Oberfläche vorzunehmen. Oder wenn ihr auf Beenden klickt, kommt ihr auf die Oberfläche für die Erwachsenen. Die können damit ja auch surfen. Hier gibt es diesen Menüpunkt Einstellungen. Und es ist wie beim Handy, jetzt könnt ihr hier jede Menge Einstellungen vornehmen. Also wie ihr am liebsten dann surfen tut. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr hier iKids Einstellungen anklickt, steht in der Anleitung, ihr sollt 1, 2, 3, 4 mal die 0 eingeben und mit OK bestätigen. Ja, macht am besten nicht. Geht direkt auf OK und dann kommt ihr auch weiter. Wenn ihr statt beenden, um auf die Erwachsenenoberfläche zu kommen, auf Manager klickt, kommt ihr zu dem iKids Einstellungsmenü. Hier könnt ihr jetzt festlegen, was das Kind alles auf dem Pad sieht, beziehungsweise auf welchen Seiten es surfen kann und so weiter und so fort. Wir klicken mal hier oben links auf Mein Kiddiepad. Dort könnt ihr den Namen eures Kindes eingeben. Ich habe jetzt einfach mal Paul reingeschrieben. Paul ist immer gut. Dann könnt ihr festlegen, Junge oder Mädchen und hier das Geburtsjahr mit Monat und Tag. Des Weiteren, hier oben links könnt ihr ein Bild speichern. Entweder nehmt ihr das per Kamera auf, also ihr fotografiert euer Kind ab, oder ihr ladet es auf SD-Karte und speichert es dann, beziehungsweise Bilder, die schon vorhanden sind. Hier könnt ihr Kamera nochmal auswählen und hier ja, sind halt ein paar Bilder. Nehmen wir einfach mal das und jetzt seht ihr, wurde das übernommen. Hier unten links gibt es einen Button, der nennt sich Mailbox. Hier könnt ihr eine E-Mail-Adresse eintragen. Die ist dafür da, falls ihr euer Passwort mal vergessen habt, dann bekommt ihr auf die eingetragene ein neues zugeschickt. Eben haben wir ja viermal die 0 eingegeben. Diesen PIN, den könnt ihr hier auch ändern. Dort könnt ihr ihn dann neu eingeben. Oder wie beim Smartphone zum Entsperren, wählt ihr hier ein Muster aus. Dann haben wir noch den Sprache-Button. Und hier könnt ihr halt die Sprachauswahl auswählen. Der App-Manager. Hier könnt ihr festlegen, welche Apps auf der Kiddie-Oberfläche angezeigt werden. Das wäre hier der rechte Bereich. Nehmen wir mal diese Rockchip-App hier. Da klicken wir jetzt mal drauf und dann seht ihr, hier ist rechts ein Häkchen erschienen. Wollt ihr von der Kinderoberfläche jetzt diese App in die Erwachsenenoberfläche verschieben, klickt ihr auf diesen Pfeil und schwupps ist sie weg. Also nicht mal auf der Kinderoberfläche sichtbar. Habt ihr Kinder-Apps aus dem Play Store in die Erwachsenen-App-Liste runtergeladen, möchtet diese bei der Kinder-App-Liste angezeigt bekommen, klickt da einfach drauf. Das wird mit einem grünen Häkchen bestätigt. Dann klickt ihr auf den grünen Pfeil. Und dann seht ihr, hier unten wurde diese übernommen. Die iKids Einstellungs-App, diese hier, würde ich von der Kinderoberfläche verschwinden lassen. Diese könnt ihr nämlich auch ganz einfach aufrufen, wenn ihr den Menü-Button drückt. Der befindet sich auf der Oberseite von dem Pad. Dann gibt es noch eine Nutzungsübersicht. Hier könnt ihr schauen, welche App wie lange von dem Kind genutzt wurde. Heute ist der 26.02. Ich habe mit dem Pad heute noch nicht rumgespielt, deswegen wird auch nichts angezeigt. Wir gehen mal auf gestern, auf den 25.02. Und hier seht ihr dann 0 Minuten, 1 Minute, 1 und 1 Minute. Das könnt ihr dann hier so durchscrollen. Hier sind es 4 Minuten gewesen und so weiter und so fort. Und so habt ihr jeden Tag eine schöne Übersicht, wie lange sich das Kind
mit welcher App beschäftigt hat. Hier haben wir noch den Zeitmanager. Hier könnt ihr die Länge der Spielzeit und die Pausenzeit zwischen den Spielzeiten einstellen. Soll heißen, euer Kind darf heute 24 Minuten sich mit dem Pad beschäftigen. Danach sperrt es sich automatisch. Und hier gibt ihr dann ein, nach welcher Zeit es sich wieder entsperrt. Das wären dann 27 Minuten. Dann kann das Kind weiter mit dem Pad spielen. Es gibt noch eine zweite Version, wie man die Spielzeit einstellen kann. Und zwar Uhrzeit von bis, nehmen wir mal 22 Uhr 2 bis 22 Uhr 9. Und das zeige ich jetzt mal. Ich habe jetzt mal 1 Minute Spielzeit eingestellt und 1 Minute Pause dazwischen. Jetzt gehen wir mal komplett raus. Und hier oben seht ihr jetzt, wie die Uhr rückwärts läuft. So, die Spielzeit ist rum. Jetzt kann man als Erwachsener den Code eingeben, um es wieder zu entsperren. Oder das Kind muss jetzt 1 Minute warten. Die 1 Minute Wartezeit ist um und das Kind darf jetzt wieder mit dem Pad weiterspielen. Der Browser Manager. Hier könnt ihr einstellen, Besuchen aller Webseiten erlauben oder nur erlaubte Webseiten anzeigen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel mal hier wikipedia.de hinzugefügt. Also kann das Kind auch von dem Browser, von der Kinderoberfläche nur auf diese Seite surfen bzw. zugreifen. Möchte man eine neue Seite hinzufügen, gibt man einfach den Namen ein, www.kikaninchen.de und dann geht man hier auf hinzufügen und schon ist die Seite erfolgreich hinzugefügt. Das sieht man dann da. Zu guter Letzt gibt es noch das Benutzerfeedback. Das wurde wohl vom Hersteller eingerichtet und hier könnt ihr eure Kommentare oder Vorschläge für eine zukünftige Verbesserung hinschreiben und dann über Senden abschicken. Ich zeige nochmal kurz auf der Erwachsenenoberfläche die Einstellungen. WLAN-Einstellungen. Hier werden jetzt verschiedene WLANs angezeigt. Ich bin zum Beispiel der Alice hier oben. Ist ganz einfach einzurichten. Müsst ihr nur euren Code eingeben, dann verbindet er sich automatisch mit dem WLAN daheim. SIM-Karte könnt ihr ja keine einlegen. Gibt es bei dem Gerät nicht. Ihr habt dann noch einen Datenverbrauch. Kriegt halt angezeigt, wer was wie viel verbraucht hat. Töne gibt es auch verschiedene Einstellungen hier. Töne bei Berührung, Ton bei Displaysperre, bei Berührung vibrieren. Dann habt ihr noch Display-Einstellungen, HDMI, Screenshot-Setting, Speicher, Akku und die heruntergeladenen bzw. Apps auf SD-Karte oder die aktiven oder alle halt. Dann gibt es noch Standortzugriff, Sicherheit, Sprache und Eingabe, Sichern und Zurücksetzen, ja, Konten, Datum, Bedienhilfen, Entwickleroption und über das Tablet. Meins hat die Android-Version 4.2.2 drauf. Einige Apps habe ich ja bereits schon zu Testzwecken runtergeladen. Die seht ihr dann hier. Gehen wir mal in den Play Store rein. Auf die Lupe. Und da gebt ihr mal Kinderspiele malen als Suchbegriff ein. Hier oben steht 250 weitere. Klicken wir mal drauf. Ja, dann bekommt ihr jede Menge Kinder-Apps angezeigt. Nehmen wir mal Weihnachten malen hier. Da gibt es dann Bilder, die angezeigt werden und hier geht ihr darauf installieren und dann könnt ihr das auf die Erwachsenenoberfläche runterladen und müsst es dann nur noch auf die Kinderoberfläche rüberschieben. Das habe ich ja eben bereits schon gezeigt, das geht ja über diesen App-Manager. Surfen könnt ihr mit dem Pad natürlich auch. Das hier ist jetzt die Herstellerseite. Da gehe ich jetzt mal auf Tablets und suche uns nochmal das raus, was ich gerade vorstelle. Ja, und da haben wir das schon. Und so wird die Seite dann im Querformat dargestellt. Kann auch hier schön reinzoomen.
So, also funktioniert alles prima. Geben wir mal eine neue Seite ein, den Klassiker. Zum Beispiel die Bild-Zeitungsseite. Ja, und die wird auch sehr gut angezeigt. Jetzt zeige ich noch schnell ein paar Apps auf der Kinderoberfläche. Ihr habt einmal eine Uhr hier. Einen Rechner. 1 plus 2 sind 3. Hurra! Dann haben wir hier noch eine Musik-App. Auf meiner SD-Karte sind ja verschiedene Sachen drauf. Einmal Hörspiele und einmal Musik. Gehen wir auf die Hörspiele. Felix und der Traumzwerg. Felix und der Traumzwerg. Ja. Und jetzt kann das Kind sich verschiedene Hörspiele anhören. Musik haben wir dann auch noch. Ich habe mal GEMA frei genommen. Nehmen wir mal die hier. Ja. Und dann kann das Kind sich dann halt die Musik anhören, die ihr auf der SD-Karte gespeichert habt. Die Musik läuft übrigens auch weiter, auch wenn ihr nicht mehr in dem Musikplayer drin seid. Der Soundrecorder. Wir starten mal die Aufnahme. Hier ist der Testmischel und ich teste ein neues Kiddypad. Dann stoppen wir diese mal. Und jetzt gehen wir auf Play. Hier ist der Testmischel und ich teste ein neues Kiddypad. Dann stoppen wir diese mal. Ja, jetzt könnt ihr euch aussuchen, wollt ihr die abspeichern oder verwerfen. Die Gallery. Ja, auf der SD-Karte sind einmal zwei Videos. Nehmen wir mal Full HD. Das wäre dieser hier. Der eine oder andere kennt den. Sehr geiles Video. Jo, Tablet hat auch keine Probleme damit, Full HD Inhalte wiederzugeben. Bam! Hier haben wir noch ein zweites Video. Nochmal vorscrollen. Jo. Einen Kinderfilm habe ich auch noch drauf. Den gab es bei YouTube. Den habe ich eben mal laufen gelassen und dann bin ich mit dem Home-Button rausgegangen. Und jetzt fragt er mich, willst du den von Anfang an starten oder da, wo du rausgegangen bist? Dann machen wir mit Wiedergabe fortfahren. Ja, und hier startet der Film dann wieder. Und so kann man sich auch prima dann Videofilme auf dem Pad anschauen. Hier haben wir ja das Kamerasymbol. Da klicke ich mal gerade drauf. Ja, jetzt seht ihr hier die Kamera. Wenn ihr hier drauf drückt, könnt ihr einmal umschalten wegen hinten der Kamera und vorne der Kamera. Das ist jetzt die Frontkamera. Mache ich mal ein Foto. Da klickt ihr hier unten drauf. Das habe ich ein bisschen verwackelt. Zack. Wir schalten dann wieder um auf die Frontkamera. Und dann mache ich jetzt auch mal ein Foto. Nehmen wir mal seitlich. Nehmen wir hier die sieben Zwerge. So. Wenn ihr hier unten drauf drückt. So. Panoramaaufnahme, Videoaufnahme. Nehmen wir mal Panorama. Aufnahme drücken. Ja, jetzt könnt ihr hier so rumschwenken. Und das war es auch schon gewesen. Das hat ein Panorama aufgenommen. Oder ihr könnt noch Videos aufnehmen. Da müsst ihr dann hier auf die Kamera klicken.
Und dann seid ihr hier im Videomodus. So, schwenk mal hier einfach nochmal. Wir nehmen jetzt ein Video auf. Zack. Und dann drücken wir wieder auf Stopp. Und die Sachen kann man sich jetzt alle anschauen. Möchte man sich die Fotos anschauen, klickt man auf Galerie. Wir haben ja bei der Rückkamera 2 Megapixel, bei der Frontkamera 0,3. Schauen wir uns mal das Foto von der Rückkamera an. Das sieht schon recht ordentlich aus. Dann könnt ihr noch hier so ein bisschen reinzoomen. Frontkamera, das wäre dieses hier. Gefällt mir auch sehr gut für 0,3 Megapixel. Die Panoramaaufnahme, die schaut dann so aus. Und zu guter Letzt das aufgenommene Video. Die Qualität ist auch recht ordentlich für die geringe Auflösung. Wir gehen mal in den Browser rein. Zwei Seiten habe ich eingestellt, die das Kind sich anschauen darf. Nehmen wir mal diese Kikaninchen-Seite. Ja, und hier kann sich das Kind dann austoben. Klicken wir mal hier drauf. Ja, ich kenne die Seite jetzt nicht, aber hier kann man bestimmt jede Menge tolle Sachen drauf machen. Komm mit ins Museum. Man kann auch den Hintergrund und die Icons ändern. Das macht das Kind dann selber. Und hier hat es jede Menge Vorlagen, kann dann aussuchen, was ihm am besten gefällt. Nehmen wir mal den hier. Das habt ihr gesehen, anderes Bild, andere Umrandung von den Apps. Und dann klickt ihr einfach auf das T-Shirt hier drauf, wartet kurz einen Moment und schon wird das automatisch übernommen und dann angezeigt. Es gibt noch eine App zum Malen, iKids Paint. Klicken wir mal drauf. Hier unten steht Malen beginnen. Da klicke ich jetzt drauf und jetzt könnt ihr euch hier irgendwie nehmen wir den mal hier den Pinsel holen und dann könnt ihr hier so rumzeichnen. Wir können aber auch mal die Farbe schwarz nehmen. Das Ganze kann man auch im Vollbildmodus anzeigen. Da müsst ihr hier unten auf zack den Pfeil klicken und dann kann man hier weiter rummalen. Erneutes Drücken auf den Pfeil kommt man halt dann wieder zu dem Auswahlmenü. Ich habe ja noch ein paar Apps installiert. Gehen wir mal hier rüber. Nehmen wir mal die Tierstimmen-App. Oh, es hat sich das Display automatisch gedreht, macht aber nichts. Ja, dann wird wieder dumme Werbung direkt eingeblendet. Da müsst ihr halt mal gucken, welche Apps dann am besten für das Kind geeignet sind. So, Schwein. Hund. Nilpferd. Das automatische Drehen kann man übrigens auch abstellen. Was haben wir denn noch hier Schönes? Zum Beispiel eine Puzzle-App. Ja. Oh. Jetzt müsst ihr zum Beispiel hier die Fee nehmen. Und die dann hier rüberziehen und schwuppsiwupps, ja, richtige Bild getroffen. Einhorn dahin und so weiter und so fort. Also schöner Lerneffekt und Spielspaß für kleine Kinder. Ich will euch noch was zeigen und zwar nehmen wir mal diese Mal-App hier. Wenn das Kind jetzt zum Beispiel hier auf den Dinosaurier klickt, ja, landet es automatisch in den Play Store. Finde ich jetzt nicht so gut. Jetzt gehen wir mal hier auf installieren, dann klickt es auf akzeptieren und schwuppsiwupps lädt sich das Kind automatisch eine App runter, die dann auf der Erwachsenenoberfläche landet. Die kann damit nichts anfangen, aber sie hat sich was runtergeladen. Und das sollte man auch irgendwie seitens des Herstellers verbessern, dass dieses nicht möglich ist. Vielleicht nicht nur Seiten erlauben,
sondern auch Seiten sperren, dass die jetzt gar nicht da drauf kommt. Hier sind wir jetzt auf der Erwachsenenoberfläche und hier hat er sich die App dann runtergeladen. Jetzt noch ein schönes Beispiel, dass ihr darauf achten müsst, welche Apps ihr installiert. Gehen wir mal auf Kinderspiele. Ja, und hier unten steht jetzt, kaufe jetzt, dann klickt das Kind da drauf, bestätigt noch mit Ja. Und schwuppsiwupps wird es gefragt, ja, wollt ihr 1,05 Euro bezahlen? Dann klickt das Kind auf Weiter. Und hier kann es dann aussuchen, Kredit- oder Debitkarte hinzufügen oder ein Geschenk einlösen. Wir hatten hier ganz am Anfang den Namen des Kindes eingegeben, dann das Alter und noch ein Foto ausgewählt. Das wird hier oben links in der Ecke angezeigt. Wenn ich jetzt aber hier drauf klicke als Kiddy, kann ich die ganzen Sachen dann nochmal ändern. Finde ich persönlich auch nicht so gut, weil wenn das einmal eingegeben wurde, finde ich, dann sollte es auch stehen bleiben. Und so kann das Kind dann das nochmal verstellen. Vielleicht gibt es da bei irgendeinem Update oder bei einem neuen Pad dann eine Möglichkeit, dass das Kind darauf nicht zugreifen kann. Wenn es nicht stört, dass die NSA Daten sammelt, der kann sich noch Angry Birds dann installieren. Ja, und das kann man dann prima mit dem Pad spielen. Man kann Apps auch sehr einfach verschieben, einfach anklicken und dann könnt ihr die zum Beispiel auf einen anderen Bildschirm ziehen. Hier sind wir jetzt auf der Herstellerseite von EasyPix und dort steht jetzt bei Kindermodus pädagogisch wertvoll folgendes. Es kann aus einer großen Vielfalt wählen. Viele Spiele, die das Lern-, das Hör- und Textverständnis und das Kreativsein fördern, zahlreiche frei verfügbare Lern-Apps, Vokabeln lernen oder E-Books lesen, können runtergeladen werden. Das heißt so viel, dass außer dem Lernprogramm keine Kinder-Apps auf dem Pad installiert sind. Die muss man sich dann im Play Store selber runterladen. Und wie ihr gesehen habt, kann das Kind dann aus der App in den Play Store selber zugreifen. Und das fand ich halt nicht so toll. Weil hier unten steht auch noch als letzten Satz, auch hier gilt, erlaubt ist nur, was Eltern freigeben. Und das passt ja dann nicht mehr so ganz. Hier bin ich mal auf der Samsung-Seite. Es gibt nämlich auch ein Galaxy Tab 3 Kids. Ich habe es noch nicht getestet. Ich habe mir mal ein paar Videos auf YouTube angeschaut. Haben mir nicht so gut gefallen, weil nicht viel erklärt wird. Aber von der Oberfläche gefällt mir das Tab auf jeden Fall schon mal besser. Das sieht halt viel kinderfreundlicher aus. Des Weiteren sind schon 12 beliebte Kinder-Apps installiert. Ich kann aber auch nicht sagen, ob man von diesen dann wieder in den App Store als Kind zugreifen kann. Und man kann noch ein spezielles Hardcase als Zubehör dazu kaufen. Dort ist ein Tragegriff dran und es gibt sogar noch einen Pen, womit man dann das Pad bedienen kann. Das heißt, Kind benutzt dann halt keinen Malstift und tut irgendwas versauen damit. Finde ich auch sehr gut durchdacht. Das Samsung Galaxy Tab 3 ist von der Hardware vergleichbar mit dem Kitty Pad, kostet aber gut 50 Euro mehr. Das Hardcase mit dem Eingabestift liegt bei ca. 30 Euro. Jetzt habe ich euch das EasyPix Kiddy Pad auch mal vorgestellt. Ja, was soll man dazu jetzt sagen? Die Verarbeitung war top. Mit dem Schutzcase kann eigentlich so gut wie nichts dem Pad passieren. Des Weiteren könnt ihr das Case auch abwaschen. Das Pad sieht richtig schick aus. Benutzeroberfläche war okay gewesen, aber halt, wie ich persönlich finde, nicht kindergerecht. Da sind einfach dann lieblos hier die Apps so angezeigt. Und ihr habt das ja eben gesehen, bei dem Samsung ist das Ganze halt ein bisschen bunter und das wird dem Kind garantiert dann besser gefallen. Was aber gar nicht geht, dass man aus Apps heraus als Kind in den App Store zugreifen kann. Das heißt, man sollte eine Funktion einrichten, nicht dass man nur Internetseiten erlauben kann, also wo das Kind drauf zugreift über den Browser, sondern auch sperren kann. Dann könnt ihr nämlich zum Beispiel auch den Play Store eingeben. Man drückt dann aus der App heraus auf das Play Store Button und das Tablet wird dann sagen, no go, kommst nicht drauf, ist gesperrt. Das wäre natürlich sinnvoll gewesen, weil sonst kann das Kind Apps installieren. Die werden zwar nicht auf der Kinderoberfläche angezeigt,
aber kommen dann in die Eltern-Benutzeroberfläche. Persönlich kann ich das KiddiePad deswegen nicht empfehlen. Das liegt einmal daran, dass man halt über die installierten Apps Zugriff auf den Play Store hat, beziehungsweise die Benutzeroberfläche, die gefällt mir nicht so gut. Das hat Samsung zum Beispiel besser gemacht. Trotzdem pause ich mal beide Links im Textfeld unter dem Video. Einmal von dem KiddiePad und einmal von dem Samsung Pad. Klickt einfach drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Ihr könnt mich gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.